Mein Name ist Clemens Gritsch, ich bin Betriebsleiter bei der Firma Rack. Die Firma Rack wurde 1947 durch Robert Rack in Fulpmes im Stubaital gegründet und 1974 wurde er an den jetzigen Standort nach Hall übersiedelt. Wir beschäftigen zurzeit ca. 110 Mitarbeiter an 4 unterschiedlichen Standorten in Tirol. Wir betreiben hier am Standort in Hall seit ca. Mitte der 2000er Jahre eine komplette Holzaufbereitungsanlage. Und da sind die unterschiedlichen Anlagenteile in die Jahre gekommen und haben uns dann eben im letzten Jahr dazu entschieden, die Nachzerkleinerung der bestehenden Anlage auszutauschen. Warum wir uns für die XR3000C Mobile von der Firma UND entschieden haben, hat mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe war, dass die Maschine ein Langsamläufer ist, im Gegensatz zu der bestehenden Anlage, die ein Schnellläufer war. Des Weiteren haben wir bei unserer bestehenden Anlage folgendes Problem gehabt, dass wir auch einen mobilen Fahrzeugkleinerer verwendet haben, der was auch außer Haus betrieben werden kann. Durch den Einsatz der Unteranlage können wir auch die Holzaufbereitungsanlage weiter betreiben, weil wir ein direktes Beschicken der Maschine ermöglichen. Im Moment werden bei uns ausschließlich unterschiedliche Holzfraktionen verarbeitet. Je nach unterschiedlicher Holzfraktion haben wir eine Durchsatzleistung von 25 bis 35 Tonnen pro Stunde. Im Moment wird die XR-Maschine bei uns am Holzplatz verwendet und wird dort als Nachzerkleinerung für die unterschiedlichsten Holzfraktionen verwendet. Wir sind aber dabei, gerade einen neuen Standort in Innsbruck zu eröffnen, wo dann auch diese Maschine hin übersiedeln wird, wo dann auch andere Abfallfraktionen verarbeiten, wie zum Beispiel auch Gummiabfälle. Einer der Vorteile der XR-Maschine aufgrund der Tatsache, dass wir uns für eine mobile Version entschieden haben, ist, wie ich vorher beschrieben habe, durch den neuen Standort haben wir durch das Raupenfahrwerk die Integration in die Anlage da oben nachher wesentliche Vorteile. Ein weiterer Vorteil gegenüber der Altanlage ist die Energieeffizienz und ein ganz wesentlicher Punkt ist auch die Wartungszugänglichkeit der XR-Maschine. Die XR-Maschine ist seit 2019 bei uns am Holzplatz im Einsatz. Mittlerweile können wir, da wir die Maschine also täglich in Gebrauch haben, sagen, dass sie extrem hohe Durchsatzleistungen und wenig Ausfallzeiten besitzt. Die XR-Maschine und generell die Firma Unter würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, da die Maschinen und die Serviceleistungen, die sie bieten, absolut dem Stand der Technik entsprechen.